Die meisten von uns haben, glaube ich, mit den gleichen Superhelden früher gespielt. Oder sind aufgewachsen mit diesen Superhelden zumindest. Nicht Batman, Spider-Man, Wonder Woman, um jetzt eine Frau mit reinzupacken. Und all diese Geschichten handelten von Gerechtigkeit. Bis jetzt war es von Ungerechtigkeit und dann hat man dagegen was getan. Und ich habe das Gefühl, heute ist das so ein bisschen, das ist so ein bisschen komplizierter. Und es gibt sehr wohl immer noch Ungerechtigkeit. Global gesehen ist das Problem, dass Ungerechtigkeit vererbbar ist. Verstehst du? Du wirst entweder in einem Land geboren, das es, wenn man das ganz einfach ausdrückt, ausbeutet, oder in einem, das ausgebeutet wird. Und ich weiß, man will das nicht so einfach sehen. Vor allem nicht, wenn man auf unserer Seite steht, diejenigen, die ausbeuten. Und dann möchte man sagen, ich mache doch nichts dafür, ich mache doch gar nichts dafür. Und ja, man macht aktiv nichts dafür, aber du guckst dieses Video wahrscheinlich auf deinem Handy, das nicht deswegen für dich erschwinglich ist, weil du so viel arbeitest, sondern weil mindestens 3 Menschen in Armut leben müssen, damit dieses Handy für dich erschwinglich ist. Und das ist, ich verstehe, das ist hart, das sich einzugestehen. Das ist ein ekliges Gefühl, das ist ein scheiß Gefühl, sich das einzugestehen. Nicht so schlimm wie das Gefühl, in Armut zu leben, aber immerhin schon auch nicht schön, das Gefühl. Und auch in Deutschland. Ich meine, in Deutschland darf man nicht vergessen. Deutschland ist eines der gerechtesten Länder der Welt. Und wir sind auch noch in Deutschland geboren worden, in einer der gerechtesten Zeiten, aller Zeiten. Und trotzdem ist es so, dass wenn du in Deutschland geboren wirst, dass das eine Menge Einflüsse auf dein Leben hat. Und das ist ungerecht. Auf der einen Seite können immer mehr Menschen studieren. Auf der anderen Seite lebt jedes fünfte Kind in Deutschland in Armut. Und das ist ungerecht. Vor allem, weil es, wie gesagt, vererblich ist. Du wirst irgendwo geboren, in einer bestimmten Familie. Und deswegen bekommst du einen bestimmten Anfang deines Lebens. Und dadurch bekommst du eine bestimmte Schulbildung. Und Moritz, es gibt Schulen, da gehen so gut wie keine Deutschen, da gehen nur Ausländer hin. Ja, eben, danke für den Punkt. Und deswegen bekommst du eine bestimmte Arbeitsstelle, wenn überhaupt. Und deswegen bekommst du da einen bestimmten Lohn. Und deswegen zahlst du einen bestimmten Beitrag in die Rente ein. Deswegen bekommst du einen bestimmten Rentenbeitrag, wenn du fertig bist mit Arbeiten. Das heißt, je nachdem, wo und wann du geboren wurdest, ist es in vielen Fällen so, dass der mit wenig Geld geboren wird, auch mit wenig Geld stirbt. Und der mit viel Geld geboren wird, wahrscheinlich mit viel Geld stirbt. Und das ist ungerecht. Ja, aber Moritz, wir leben doch in einer Leistungsgesellschaft. Das ist eine Leistungsgesellschaft. Und das stimmt. Und es gibt auch bestimmt immer Beispiele, bei denen die Herkunft überwunden werden kann. Aber viel entscheidet sich durch das Glück in dieser allerersten Millisekunde, wenn du geboren wurdest. Herkunft, egal ob ethnisch oder sozial, ist keine Leistung. Und deine Herkunft bestimmt extrem viel über dein Leben. Und das ist schlicht und ergreifend ungerecht.